Alles eigentlich optimal für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Das Wetter ist gut, Steffi ist gut in Form. Was will man eigentlich mehr? Und, wie bereits angesprochen, ein Halbfinale der Top-Gesetzten. Jennifer Capriati aus New York, in der Weltrangliste an 6 geführt. Jenny Baby mit einer Leistungssteigerung in den letzten Tagen von Berlin. In der Pressekonferenz hat sie angedeutet, sie wird Steffi Graf hier in diesem Halbfinale voll fordern und das erwarten natürlich auch die 4000 Zuschauer auf dem Center Court. Der Vergleich dieser beiden, zum 4. Mal treffen sie aufeinander. Steffi hat bisher 3 Siege. Und das immer bei Klassikern in Wimbledon, bei den US Open jeweils nach 2 Sätzen. Beim Masters brauchte Steffi Graf 3 Durchgänge, um sich gegen die 16-jährige Amerikanerin durchzusetzen. Natürlich ist die Erwartungshaltung, was Steffi Graf anbelangt, groß. Das ist Janet Jones, die Dame aus London. Sie ist die Stuhlschiedsrichterin für dieses Spiel der Runde der letzten 4. Gestern im Viertelfinale, da spielte Steffi Graf Tennis perfekt. Das ist das, was sie gerne möchte. Und maßgeblichen Anteil hat möglicherweise der Herr mit der weißen Schirmmütze, Heinz Günthert, seit 4 Monaten der Trainer von Steffi Graf, Nachfolger von Pavel Slossel. Natürlich die Unterstützung auch von der Familie in den Logen. Das gilt auch für Jennifer Gabriel. Jenny isst gern, auch ab und zu mal gerne ein Eis und das sieht Vater Stefano gar nicht so gerne. Er ist ja inzwischen allein verantwortlich für seine Tochter, denn sie werden es wissen, die beiden haben sich wieder von Pavel Slossel getrennt, dem früheren Coach von Steffi Graf. Und das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Das ist natürlich auch ein Reiz in dieser Partie. Pavel Slossel hat gesagt, diese Jennifer Capriati, die ist noch nicht reif für einen Trainer. Sie engagiert sich nicht so, wie ich das gerne möchte. Und das hat man natürlich auch vor den Tagen von Berlin hier geschrieben, gemunkelt. Aber die Amerikanerin hat hier voll gefightet. Nicht nur gestern, sondern auch in den Spielen zuvor gegen Barbara Rittner gewann sie im Achtelfinale mit 7:5 und 6:3. So, das sind die ersten Daten für dieses Spiel. Optimale Voraussetzungen für ein gutes Halbfinale hier in Berlin. 0 beide, erster Satz, Steffi Graf schlägt auf. Right,
Einstand. Erster Brickball für die Amerikanerin. Souverän abgewehrt. Aufschlag weit auf die Rückhandseite und dann die Vorhand. Starker Return von der Vorhandseite von Jennifer Cabrietti. Schon dieses erste Spiel macht die Möglichkeiten der beiden ganz klar. Und Steffi verliert gleich im ersten Spiel ihren Aufschlag. Jennifer Cabrietti ein bisschen sicherer an der Grundlinie. Die 16-Jährige spielt ja meist defensiv an der Grundlinie, hat aber einen guten Return, wie Sie gesehen haben, während Steffi Graf ja auch von der Grundlinie ihr Spiel vorbereitet, aber aggressiver ist. Aber in diesem ersten Spiel, das konnten Sie sehen, da hat Jennifer Cabrietti weniger Fehler gemacht. Und die Frage wird natürlich sein, wie Steffi Graf ihre 16-jährige Gegnerin beschäftigen kann, wie sie sie an der Grundlinie laufen lassen kann, denn dann wird natürlich die Amerikanerin ungenauer in ihrem Spiel. Und das sollte eine Chance für die Deutsche sein. 1:0 die Führung für Jennifer Cabrietti. Sie serviert also zum zweiten Spiel des ersten Satzes. Super, aber
war unglaublich, was diese Amerikanerin alles erläuft an der Grundlinie. Man sagt ja, das sei eine Schwäche von Jennifer Capriati, dass sie nicht so schnell auf den Beinen ist, aber das wird bisher hier keinesfalls deutlich. Um 10:30, 15:30. Chance zum Rebreak im zweiten Spiel. Einstein. Tschüss. Der erwartet starke erste Aufschlag von Jennifer Capriati. Der zweite ist ein bisschen langsamer oder viel langsamer. Dieser erste Aufschlag hatte immerhin eine Geschwindigkeit von 166 Stundenkilometern. Einstand. Tschüss. Erster Doppelfehler, zweite Breakchance für die Weltranglisten zweite. Da hätte Steffi ein bisschen mehr draus machen können, aber sie hatte sich auf die Rückhandseite orientiert und Jennifer Capriati hat der Linie entlang geschlagen. Vorteil Advantage Capriati. Warum nicht immer so, sagt sich Steffi Graf, auf diesen zweiten Aufschlag. Sofort die Attacke mit der Vorhand. Viele Fehler von der Vorhandseite von Steffi Graf in der Anfangsphase dieses Matches.
Gleisrückhand zu kurz von Steffi Graf. Die muss lang kommen, lang in die Ecken mit hohem Risiko. Hier sehen Sie das noch einmal im Halbfeld. Und da hat natürlich Jennifer Capriati keine Probleme, an Steffi Graf vorbeizuspielen. Es steht 0-2 bei Aufschlag von Steffi Graf in diesem ersten Satz. Null von Bench, das Befehl. Wieder so ein super Return von der Vorhand. Erneut dreimal die Chance für die Amerikanerin Steffi Graf, zum zweiten Mal ihren Aufschlag abzunehmen. Wieder ein Doppelfehler. Ein überraschender Start in diesem ersten Satz. Zweimal verliert Steffi Graf ihren Aufschlag. Findet keine Einstellung zu diesem Spiel. Findet keine Einstellung zu ihren eigenen Möglichkeiten. Aber man muss auch sagen, Jennifer Capriati spielt fast fehlerlos. Und das hat hier den Ausschlag gegeben. Die Slice Rückhand von Steffi Graf ist zu kurz. Sie muss Jennifer Capriati beschäftigen, hier wunderschön ihre beidhändige Rückhand. Und hier kann man sehen, dass sie auch ganz gut zu Fuß ist. Hier auf diesen Stopp von Steffi, der zweifelsohne ein bisschen lang war. Und auch den Überkopfball beherrscht Jennifer Capriati inzwischen wesentlich besser. Macht den Punkt und führt mit 3-0 im ersten Satz. Das ist mit Sicherheit eine Überraschung, auch für die 4000 Zuschauer, die natürlich gekommen waren, um Steffi Graf erneut ins Finale einziehen zu sehen. Aber im Moment sieht es nicht gut aus. Viele Fehler. Wieder die Vorhand weit im Aus. Thank you.
So kurz dies leis Rückhand von Steffi. Und dann darf man natürlich auf diesen Schlag auch nicht nach vorne gehen. Ich bin gespannt, was die Bank von Steffi Graf macht gegen das überzeugende Spiel von Jennifer Capriati. Ob da Heinz Günthert irgendwann einmal reagiert, Steffi Zeichen gibt, aber im Moment macht sie die Fehler fast alle selbst. Da ist es auch für einen Coach schwer einzugreifen. Zudem darf das ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie die Handbewegung noch erkannt haben von Steffi Graf. Als wolle sie sagen, endlich einmal ein Return. Man muss sich nicht wiederholen, die Slice Rückhand direkt vor den Schläger gespielt, der Amerikanerin. Da muss Steffi mehr riskieren, da muss sie mehr an die Grundlinie spielen, mehr in die Ecken. Ein bisschen hoch, aber dennoch gut platziert. Voraussetzung allerdings war endlich einmal ein Slice, ein unterschnittener Rückhandball direkt ins Eck hinten an die Linie. Ball auf der Linie. Also ich habe den Ball auch auf der Linie gesehen. Das wundert mich ein bisschen. Habe auch, das muss ich fairerweise sagen, irgendeine Linienrichterin gehört, die da ausgerufen ist. Und das ist die, die jetzt den Abdruck zeigen soll. Und jetzt auch bestätigt, dass der Ball innerhalb war. Und damit zum zweiten Mal Breakchance, Ball war genau auf der Linie. Auch der war auf dem Band. Auch der war auf dem Band und auch hier gibt es einen Ausruf. Und deshalb zwei neue. Also hier allerdings bei uns in der Einstellung sieht es so aus, als ob der Ball auch wirklich aus gewesen wäre, aber ich hatte von hier oben und sitze direkt über dieser Linie das Gefühl, dass er ein bisschen die Linie geputzt habe.
aber auch eine Linienrichterin. Und ein Kommentator kann sich täuschen. Einstein. Tschüss. Das überrascht mich ein bisschen, denn nicht Steffi Graf führt hier das Spiel, bestimmt das Spiel, sondern die 16-jährige Jennifer Capri. Starke Leistung der Amerikanerin, auch bei diesem Ballwechsel. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass Steffi Graf bei diesem Return nicht zunächst einmal die Vorhand der Linie entlang spielt. Das hat sie gestern gegen die Französin Julie Allard blendend gemacht, erfolgreich gemacht. War umkämpft, aber auch hier muss man sagen, verdient die 4:0 Führung für die 16-jährige Weltranglisten-Sechste. Ein absoluter Fehlstart also von Steffi Graf, Platz, in diese Vorschlussrundenbegegnung. Und den 0. 15 Love. Hoher Kickaufschlag, aber auch damit hat Capriati keine Probleme. Sie haben schön gesehen, wie der Ball hoch weggesprungen ist, aber wie die Amerikanerin dennoch mit dem Schläger, mit der doppelhändigen Rückhand drüber kam. Unglaublich. Unglaublich, wie Jennifer Baby heute hier spielt. Einstein. Tschüss. Vorteil der Pointe de Graaf. Da geht ein Raunen. Sie sehen, der Ball war aus, die Entscheidung korrekt. Spiel Graf. Viel Applaus für das erste Spiel im ersten Satz von Steffi Graf. Der Heinz Capriati. 4:1 führt die Amerikanerin. Nicht so einfach für Steffi, die natürlich gerade hier in Berlin, auch in diesem Jahr 1992 bei den 85. Sherman Open erfolgreich sein möchte, an der Hundekehle, dort, wo eine große Karriere einer großen Sportlerin begonnen hat, nämlich 1986. Mit dem ersten Grand Prix-Erfolg, damals gegen Martina Navratilova, Sie werden sich erinnern. 85 war Steffi ebenfalls im Finale, verlor da noch gegen Chris Evert.
Vor 2 Jahren eine Niederlage im Endspiel gegen Monika Seles. Und dann gab es noch Turniererfolge in Berlin über Claudia Kohde im Endspiel nach 2 Sätzen. Helena Suková, gegen die sie ja ebenfalls hier im Achtelfinale gespielt hat. Und 1989 gegen Gabriela Sabatini. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus für Steffi, denn Jennifer Capriati führt überraschend mit 4:1 und schlägt selbst auf. Ein Schritt zur Wende vielleicht in diesem Spiel. Nur noch 2:4. Zumindest ein Break ist damit egalisiert. Und Hoffnung bei der Familie Graf. Vater Peter ist da seit gestern und die Mutter ganz links im Bild. 15 Uhr. 15 Uhr. Schon wieder droht der Aufschlagverlust. Wir müssen mal schauen, wie Kess, die kleine Amerikanerin, dort hinten ins Feld reingeht beim zweiten Aufschlag. Spiel.
Und nach dem 2-4, da konnte man hoffen, aber sofort verliert Steffi Graf wieder ihren Aufschlag. Und sie macht die Fehler fast alle alleine, wenn man auch sagen muss, dass die Weltranglisten Sechste aus New York sehr, sehr gut retourniert von der Vorhand und von der Rückhandseite. Das ist eine Stärke seit Jahren von Jennifer, aber heute spielt sie das Ganze perfekt. Und Steffi Graf weiß natürlich nur zu genau, dass sie hier auch nur eine Chance hat, wenn sie die Gegnerin bewegen kann, und das ist ihr bisher kaum gelungen. Weit entfernt von der Leistung aus den Spielen gegen Helena Suková und Julie Haller. Nun war Julie Haller natürlich eine Klasse schlechter, muss man sagen, als Jennifer Capriati. Hochinteressant, wie das Spiel verlaufen ist, und man bekommt hier alles geboten. Rubiter. 5-2. Capriati schlägt auf zum Satzgewinn. Da war endlich mal die Vorhand an der Linie entlang gespielt und auch noch entsprechend gut platziert. Noch einmal zwei Breakbälle für Steffi Graf. Da hätte Jennifer Capriati ein bisschen mehr draus machen können, löste die doppelhändige Rückhand auf. 1 Stand. Erster Satzball nach 35 Minuten. Ball im Aus, sagt die Linienrichterin. Steffi schaut sich das Ganze nochmal an. Das ist ja ein Ding. 6-2 nach 36 Minuten für Jennifer Capriati.
Und wie sie den ersten Satz gewonnen hat? Unglaublich, unglaublich, was die 16-Jährige heute hier zeigt. Nicht schlecht gespielt von Steffi Graf, aber besser von der Amerikanerin. Das ist unwahrscheinlich. Weltklasse Returns. Ball war aus, ja. Zuschauer, die dort hinten in der Ecke sitzen, direkt an der Linie, in der gleichen Höhe wie die Linienrichterin, die haben das ein bisschen anders gesehen. Wieder ein unverständlicher Fehler. Ich verstehe auch nicht, warum Steffi Graf der Amerikanerin nicht mehr auf die Vorhandseite spielt, denn bekanntlicherweise ist ja Jennifer Capriati von der Rückhand mit ihren Variationen kaum auszumachen. Einstand. Sei denn, sie platziert so gut wie bei diesem Ballwechsel, dass Jennifer diese doppelhändige Rückhand auflösen muss. Jawohl, zum ersten Mal führt Steffi Graf in diesem Spiel, wenn es auch nur mit 1:0 im zweiten Satz ist. Noch nicht ganz überzeugend, aber vielleicht ist es auch wichtig, dass Steffi dieses Spiel gewonnen hat, um ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Denn im Moment ist nichts da von
Ihrer positiven Grundhaltung der letzten Tage hier in Berlin. Der Aufschlag, wenn auch mit Kick, also hoch abspringend, meist auf die Rückhand geschlagen. Und die Slice, Rückhand, dieser unterschnittene Ball von Steffi Graf, der ja nicht schlecht ist, aber der vor allem im ersten Satz keine Länge hatte. Deshalb Capriati problemlos agieren ließ. Und auch das hat man zu selten gesehen. Die Vorhand an der Linie entlang, aber die Berliner werden ihr schon helfen. Neue Welle. 0:1 aus Sicht von Jennifer Capriati im zweiten Satz. Erster Durchgang 6:2 für die 16-Jährige aus New York. Zum sehen beide. Spiel gegen Capriati. 1:1 und die 16-Jährige lässt sich nicht beirren. Zu unkonstant die Leistung von Steffi bisher im Verlauf dieses Vorschlussrundenspiels. Zu viele Fehler. Nicht in der Lage, das Spiel zu bestimmen, das Spiel zu lenken und zu führen. Perfect
Spiel, Game Graf. Steffi Graf spielt jetzt ein bisschen erfolgreich, aber nicht, weil sie besser spielt, sondern weil ihre Gegnerin jetzt ein paar Fehler mehr macht. Aber den Zuschauern wird es recht sein, denn sie hoffen natürlich auf Steffi Graf auch morgen für das Finale. Jennifer Capriati spielt ja zum zweiten Mal hier in Berlin, war im letzten Jahr ebenfalls im Halbfinale und verlor gegen Arantxa Sánchez Vicario, die dann ihrerseits im Endspiel, wie gesagt, gegen Steffi Graf unterlegen war. Jennifer Capriati hat im Halbfinale von Key Biscayne gestanden. Das war eigentlich das Beste, was sie in diesem Jahr abgeliefert hat. Besiegte dort in diesem Turnier als, als eine der wenigen in diesem Jahr, Monika Seles, die Weltranglisten-Erste. Verlor dann im Endspiel ebenfalls gegen Arantxa Sánchez Vicario. Und in Hilton Head gab es übrigens auch das nur eigentlich für die Statistik eine Niederlage gegen Veronika Martinek in der zweiten Runde. Also wechselhaft bisher die Leistungen von Jennifer Capriati, was man nicht sagen kann von diesem Spiel, denn hier hat sie den ersten Satz ja gewonnen und jetzt steht es 1-2 aus ihrer Sicht im zweiten Durchgang. Tja, Sie sehen es selbst, es geht nichts bei Steffi Graf am heutigen Tag. Das kann sich natürlich mit einem Ball sofort wieder ändern. Es ist unglaublich, wie stark die 16-Jährige spielt. Fairerweise muss man sagen, dass Steffi Graf sie auch nicht beschäftigt.
30-40. Immer noch ein Prägball. Das finde ich gut, dass jetzt die Zuschauer merken, dass Steffi Graf ein bisschen Hilfe braucht. Und fürs Erste hat es mal geholfen. Gewinnt Steffi Graf noch dieses Spiel und das ist zumindest für den Moment mal sehr wichtig. 3-2 die Führung für Steffi Graf. In den Spielen zuvor hatte die Weltranglistenzweite nie Probleme mit Jennifer Capriati. Aber sie macht sich heute selbst sehr schwer. Vorhand mit dieser relativ kurzen Ausholbewegung. Endlich einmal. Time. Also sie hat diese kritische Situation, das denkt dieser junge Mann auch, gerade mal wieder gemeistert. Vielleicht gibt das Moral für den weiteren Verlauf. Gentlemen, take your seats, please. Now. Tja, der versteht kein Englisch. Halbherzig die Aktionen von Steffi, verunsichert in ihren Schlägen, in den Grundschlägen. Verdienter Applaus für Jennifer Capriati. Thank you.
30, 40, 30, 40, 30. Das sind so Situationen, wo man ein Spiel mal drehen kann. Da hat die Amerikanerin mal zwei relativ leichte Fehler gemacht. Breakchance. Ball auf der Linie. Aber Rod, frech wie Jennifer Capriati hier den Aufschlag auf die Vorhandseite serviert. Und noch einmal eine Möglichkeit zum Break. Vorteil, einer der seltenen Spieler von der Rückhandseite der Amerikanerin. Steffi Graf. So ist das im Tennis. Diese Chancen, die muss man eben nutzen und dann hat man wieder seine Möglichkeit. Dann kann man das Spiel auch wieder gewinnen. Obwohl Steffi bisher
selbst mit sich und ihrer Leistung nicht zufrieden ist. Das war auch schlecht gespielt von Steffi. Hätte sie besser die Vorhand der Linie entlang gespielt. Komm jetzt! Feuert sich Steffi selbst an. Gelaufen. Schneller als man denkt, ist Jennifer Capriati auf den Beinen. Vorteil verspielt, Steffi Graf. Sofort verliert sie wieder ihren Aufschlag. Und es heißt nur noch 4:3. Das ist jammerschade, denn diese Möglichkeit, die muss man eigentlich beim Schopfe packen. Und jeder fragt sich natürlich, kann Jennifer Capriati dieses Tempo gehen? Kann sie so konzentriert weiterspielen, durchspielen? Denn es heißt ja, sie ist konditionell nicht so gut. Die Verhältniszahlen der Breaks, Steffi 2, Jennifer Capriati 4. Hier in diesem zweiten Satz steht es, was die Aufschlagverluste anbelangt, 2:2. Time. Aber ich muss sagen, Jennifer Capriati hat auch gegen Barbara Rittner voll gefightet, ist über die ganze Distanz gegangen. Drei zu vier aus der Sicht der Amerikanerin im zweiten Satz. Jawohl. Besser variiert, aber auch bei diesem zweiten Ballwechsel besser abgeschlossen. Und das ist natürlich letztendlich ausschlaggebend, dass man den Punkt auch macht, wenn man ihn vorbereitet. Und den 30. 15:30.
1540, 1540. Droht hier das fünfte Break. Besser gespielt von Steffi Graf. Das sind die Variationen der Vorhand. Hier sehen wir nur den letzten Ball, aber sie haben vorher ja das ganze Meet verfolgt. Da hat Steffi Graf einmal Longline und dann wieder Gross gespielt und das brachte letztendlich das Plus. Die Zeit der Aufschlagverluste, aber dann, wenn Steffi jetzt ihre Service durchbringen sollte, dann hätte sie ja den Ausgleich nach Sätzen geschafft. Ganz knapp auf der Linie. Eine starke Leistung von Jennifer Cabrier, die auch bei diesem langen Rallye, bei diesem langen Ballwechsel. Aus. Und sehen beide. 15 Uhr. Hätte sie doch nur reinspielen müssen. Da musste sie weite Wege gehen, Jennifer Capriati. Satzball für Steffi Graf zum 6:3. Jawohl. Viel Applaus für Steffi Graf. 71 Minuten lässt dieses Halbfinale alt. 1:1 heißt es nach Sätzen. Und so ist das im Tennis. Wenn Steffi Graf jetzt den dritten Durchgang gewinnt und zum achten Mal hier ins Finale von Berlin einziehen sollte, dann fragt keiner mehr nach den Leistungen des ersten Satzes. Aber noch ist es ja nicht so weit. Und Jennifer Capriati hat zwar jetzt in der Schlussphase ein paar mehr Fehler gemacht. Steffi Graf auch von der Taktik her, glaube ich, besser gespielt. Aber das ist ja immer so.
Man spielt auch von der Taktik her natürlich nur so gut, wie es die Gegnerin zulässt. Und im ersten Satz hat die 16-jährige Amerikanerin eben nichts zugelassen. Super gespielt, stark bei den Aufschlägen, toll bei den Returns. Na, ist das ein gutes Omen? Sind die Sorgen von Steffi Graf jetzt vorbei, weggewischt? Final Set. Es geht von neuem los. Im dritten Satz 0:0. Die Amerikanerin, nehmen Sie Platz, bitte. Die Weltranglisten, Sechste, schlägt auf. Die Zuschauer natürlich gespannt auf diesen Entscheidungssatz. Und wenn du verstehen lässt. Das wäre Steffi Graf zu wünschen, dass sie jetzt mal auch eine offensive Rückhand ins Ziel bringt. Das ist ja ihr Problemschlag. Die Wut spielt ein bisschen mit bei Steffi. Wieder auf die Vorhand serviert. Steffi wie immer natürlich auf der Rückhandseite, aber diese Vorhand, die Basis für ihr erfolgreiches Spiel, ist heute insgesamt zu fehlerhaft. Das kann sich natürlich jetzt ändern. Denn eigentlich müsste dieser Satzgewinn Moral geben, wenn man auch Steffi Graf anmerkt, dass sie nicht so positiv denkt. Und das sagen ja die Tennisspieler immer wieder. Und sie hat es ja auch gestern von Heinz Günthert, dem Trainer, gesagt. Er gibt mir einen positiven Touch für das Tennis, den man braucht. Den braucht sie natürlich jetzt auch für diesen Entscheidungssatz. 0:1, dritter Durchgang, Aufschlag, Steffi Graf. Sehen beide.
von 10:30. 15:30. First service. Unglaublich. Jennifer Capriati ist der Chef hier. Sie übernimmt die Initiative. Steffi Graf völlig verärgert. Bläst hier auch noch der Wind in den Anwurf des Balles. Nur mit Reagieren gewinnt Jennifer Capriati diesen Punkt, lässt Steffi den Fehler machen und das erste Break. 2:0 für die Amerikanerin. Schwierige Situation jetzt für die Weltranglisten. Zweite, die topgesetzte. Oh, da kann sich Steffi Graf bei Jennifer Capriati bedanken, dass sie hier noch einmal einen Break geschafft hat. Die 16-Jährige zum ersten Mal mit einer hohen Fehlerquote in diesem Spiel, dem dritten im dritten Satz. Eine sehr starke Leistung von der Taktik her der Amerikanerin. Hier die Beinarbeit von Steffi Graf. Mit die besten Beine der Tennisszene, aber heute spielt sie eben nicht auf erfolgreichen Füßen, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Brüderin im Kopf nicht frei ist, dass sie
sich selbst nicht nach vorne bringen kann. Aber es ist ja wieder alles offen, denn sie schlägt auf bei einem 1:2 Rückstand. Da schüttelt Steffi Graf den Kopf, sie haben es selbst gesehen. Nach der Vorhand blieb sie einfach stehen in der Vorhandecke, schaute dem Ball nach und als der noch sein Ziel erreichte, dann kam sie wieder in Bewegung. Sache. Und sehen weiter. Bitte noch. Schön gespielt von Steffi Graf. Endlich mal ein Punkt herausgespielt. Inszeniert hat. 40-15. Kommt sie wieder ganz weit nach vorne beim zweiten Aufschlag, Jennifer Capriati. 2 Meter vor der Grundlinie. Spiel. Aber Spiel beginnen für Steffi Graf zum 2:2. Zum ersten Mal ein bisschen überhastet, ein bisschen den Überblick verloren. Natürlich springt der Ball auch gerade mal noch an die Netzkante und ins eigene Feld. Beide, seid ihr.
30, 30, 40, 30. Bessere Länge jetzt in den Grundschlägen von Steffi Graf. Please quiet during the rally. Thank you. Jennifer Capriati hat sich beschwert, dass die Zuschauer schon während des Ballwechsels applaudiert haben. Capriati. Das Glück auch der Tüchtigen, muss man sagen. Spiel gegen Capriati. 3-2 die Führung für Jennifer Capriati. Steffi versucht es jetzt in dieser Phase, das merkt man. Ich habe auch den Eindruck, dass der erste Aufschlag von Jennifer Capriati nicht mehr so konstant kommt. Und sie spielt von der Vorhandseite nicht mehr so aggressiv. Die beidhändige Rückhand, ihre starke Waffe, verdeckt geschlagen, kaum zu erkennen, ob der Ball cross gespielt wird oder der Linie entlang. Aber die Vorhand ist nicht mehr so präzise und auch nicht mehr so aggressiv. Da ist mehr Spin drin, Vorwärtsdrall. Hier noch einmal. Schön zu sehen. Die linke Hand. Und noch eine Rückhand. About. Come say no, 15 love. Try signal. Der richtige Weg von Steffi Graf. Diese Slice-Rückhand ist zweifelsohne, wenn sie gut eingesetzt wird, wenn sie eine entsprechende Länge hat, ein Angriffsball.
Pressel. Six from Saint, quarter 15. Spiel game ball. Wechselhaftes Spiel von Steffi Graf. 3-3. Try to confirm 30-15. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt große Punkte, spielentscheidende Punkte. Steffi hatte 2-3 Möglichkeiten sich während des Ballwechsels herausgearbeitet zur Breakchance, aber die nicht konsequent genug genutzt. Ich meine, der Ball war auf der Linie. Es klang so zumindest. Ja, ja. Und immer dann, wenn man diesen Ton hört, dann hat man das Gefühl, der Ball hat die Linie berührt. Ich glaube, das ist deutlich hier. I mean, what else could you have done? No, there was not.
Also, da wird die Turnierdirektorin gefordert. Janet Jones. Die neue geben. Ich glaube, vom Bild her eindeutig, dass dieser Ball die Linie berührt hat. Hier ist die Szene noch einmal. Genau auf dem Band, auf der Linie. Hier noch einmal Vorgeschichte zu dieser Diskussion. Also objektiv betrachtet, glaube ich, ist es klar. Steffi müsste den Punkt bekommen. Und Janet Jones hat auf zwei neue entschieden. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Steffi sollte sich dann auf den nächsten Ball konzentrieren, wenn es denn so ist. Kommt noch einmal aus dieser kritischen Situation heraus. 4 zu 3. Ersten Satz. Denn da war Jennifer Capriati zweifelsohne in diesem Halbfinalorchester der Dirigent und Steffi Graf spielte nicht einmal die erste Geige. Signal.
Jawohl, das ist die richtige Antwort, die Steffi Graf hier gibt. Sie hat sich also nicht beeindrucken lassen von der Entscheidung von Janet Jones, der Stuhlschiedsrichterin hier in diesem Halbfinale, 4:4. Sie hat sich nicht beeindrucken lassen von diesem Intermezzo von Jatinia Clark, der Turnierdirektorin. Ich habe den Eindruck, da spielt ein bisschen jetzt die Angst mit bei der Rückhand von Jennifer Capriati. Drei Breakchancen. Jennifer Capriati hat ihren Rhythmus, ihre Einstellung in diesem Spiel verloren. Interessant, dass sie meist auf die Vorhandseite von links von Steffi Graf serviert und die allerdings wenig direkte Punkte daraus machen kann. Das ist der Punkt. Viel Applaus für dieses Break. Aufschlagverlust von Jennifer Capriati, vielleicht entscheidend in diesem Halbfinale. Da haben beide sehr vorsichtig mit der Rückhand zunächst einmal diesen Ballwechsel begonnen. Als erste wurde dann Jennifer Capriati offensiver. Und hier muss sie die doppelhändige Rückhand auflösen. Soweit der Weg. Kam viel rum hinten an der Grundlinie jetzt. 5:4 die Führung für Steffi Graf. Und sie serviert selbst.
Rückenwind jetzt bei Steffi Graf. Noch einmal eine Diskussion. Zumindest, wenn Steffi hier gewinnen sollte, kann man sagen, diese Schiedsrichterentscheidung hat ihr nicht geschadet. Ball auf der Linie. Für die Weltranglisten, zweite für die Titelverteidigerin von Berlin. Eine Stunde 50 ist dieses Halbfinale alt. Abgewehrt. Ball Nummer 3. Ball auf der Linie.
Und das ist der Punkt und das ist der Sieg. Steffi Graf, auch 1992 im Finale. Mit 2 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4, 1 Stunde 53 Minuten. Ein großer Kampf, eine große Vorschluss- und Begegnung, Erleichterung auch in der Graflandschaft drüben in den Logen. Steffi Graf hat es noch einmal geschafft. Na, das wäre doch auch ein Ding gewesen, wenn die Brühlerin zum ersten Mal nach 1985 nicht das Endspiel erreicht hätte. Und auch Kompliments an Jennifer Capriati. Stolze Leistung im ersten Satz. Ein bisschen glücklich dann der zweite Durchgang für Steffi Graf. Aber da muss eben eine Weltklasse-Spielerin durch. Und da zeigt sich eben, was absolute Weltklasse ist. Dass man dieses Spiel am Ende doch noch gewinnt. Dass man den entscheidenden Punkt macht. Steffi Graf hatte ihre Probleme, hier in dieses Match zu kommen. Das haben sie miterlebt. 2 Stunden Spannung hier an der Hundekehle. Und ein schöner Erfolg für Steffi Graf. Sie also hat das Endspiel hier in Berlin bei den German Open erreicht. Wir sind später wieder da beim zweiten Halbfinalspiel zwischen Meritxell Fernández und Arantxa Sánchez aus Spanien, die im letzten Jahr